Willkommen zurück im knüppelharten Neo 2. Ihr werdet überwiegend in den Livestreams auf Twitch Neo 2 mitverfolgen können. Aber es wird zwischendrin vielleicht auch mal so Specials geben, wie jetzt hier, indem ich einfach hingehe und sage jetzt zum Beispiel hier Gozuki, einer der Höllenwächter, der einem direkt gleich am Anfang des Spiels das Leben schwer macht und einem zeigt, was er von einem hält. Den werden wir jetzt besiegen, zumindest werden wir es versuchen. Und ich denke, ich bin jetzt stark genug, beziehungsweise auch vor allem versiert genug, um ihn überhaupt besiegen zu können. Denn wenn man hier ankommt, dann hat man von Tuten und Blasen noch keine Ahnung. Und er liest einem die Leviten. Jetzt denke ich, bin ich bereit dafür, für was auch immer er jetzt meint, auspacken zu müssen. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Ja, fängt schon mal gut an. Ja, aber dieses Mal haben wir ein bisschen mehr im Petto. Auch wenn es noch nicht so gut läuft. Aber wir können, denke ich, ihm jetzt auch ein bisschen mehr einschenken. Und da packe ich schon gleich mal meine Glebe aus. Mach du mal. Da habe ich große Klappe. Direkt mal wieder eingeschenkt. Ja, man sieht noch, also ist immer noch hart. So wie circa alle Gegner in Neo 2. Aber so soll es auch sein. So, ein bisschen mehr konzentrieren. Das Ding ist, es ist echt böse, wenn er einen mit dem Kopf rammt und danach wieder den Kopf hochzieht. Dann hat man eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, was dagegen zu machen. Und jetzt hat er Glück gehabt, dass der Wuchtkonter nicht gegriffen hat, aber ich muss trotzdem mehr konzentrieren, auf jeden Fall. Das gehe ich jetzt nämlich gleich drauf. Viel zu viele Elixiere verbraucht. Ja, das ist halt dumm, das Tracking. Ist halt echt mies. Ja. Bogen haben wir uns auch. Auch wenn wir fehlen. Also sieht man, wenn man hier ankommt mit Stufe 1, das kann man knicken. Also ich denke, das geht schon, wenn man dann wirklich so seine gesamte Mechanik intus hat. Dann kann man das schon schaffen, natürlich. Aber er lässt halt überhaupt keinen Raum für Fehler irgendwie. Und ich finde halt einfach auch so, dass die Gegend hier ist einfach viel zu übel. So, jetzt ist sein Key down, seine Anima sind down. Das muss man nutzen. Jetzt hat er sein Anima regeneriert, jetzt wird es gefährlich. Es kann sein, dass er jetzt einen Wuchtangriff macht. Das ist mir auch erst später aufgefallen, wenn man das Ganze dann erstmal so ein bisschen besser checkt, dass halt die Leiste halt eben schon da ist. Man sieht das Key, also die Ausdauer. Und darauf muss man schon achten, da kann man dann halt eben auch sehen, wann man die Gelegenheit dazu hat, überhaupt dem Gegner vielleicht bestimmten Schaden zuzuführen. Das ist halt auch super wichtig. So, ich switch jetzt mal auf die niedrige Haltung. Ich werde das Ding wahrscheinlich sowieso nicht überleben, aber mit der niedrigen Haltung kann ich besser ausweichen und ich kann beim Ausweichen auch noch blocken. Zack, tot. War aber auch hart. Von Gozuki totgeschlagen. Das ist aber ein böser Kerl, ne? Das wird nicht einfach. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte ausgezogen. Wobei man sagen muss, das ist weitaus mehr als in meinen ersten, ich glaube, 10 Versuchen auf Stufe 1. Jetzt machen wir es gerade nochmal. Dieses Mal switche ich bei meinem Katana dann auf die hohe Haltung.
Und dann gucken wir mal. Zumal jetzt auch mein Schutzgeist ready ist. Den nehmen wir jetzt auf für ganz schlechte Zeiten, die wahrscheinlich relativ schnell kommen werden. So, jetzt begrüßen wir uns ja erstmal mit Pfeilen. Er begrüßt uns direkt mit der Keule. Ähnliches Sack. Ja, guckt er, wie viel Ki er auszieht. Einfach nur, ich block das Ding. Natürlich zieht das viel Ki aus. Ich meine, da steckt halt viel Wucht dahinter. Das haben wir halt schon. Das ist halt übelst demoralisierend. Und ich brauche noch das Timing bei ihm für den Buchkonter. So, fuck it. Ich gehe jetzt auf jeden Fall meine Phantomform. Ich muss mir ums Leben keine Sorge machen, aber es bringt mir halt auch nichts. Ich sag mal, einfach nur dummlich drauf zu hauen und zu ignorieren. Weil sonst haut er mich halt jedes Mal um und dann habe ich halt trotzdem Probleme, ne? So, switchen wir auf die Glebe. Schön fette Reichweite, vor allem in der hohen Haltung. Yes, da haben wir ihn. So, da komme ich jetzt nicht weg. Das ist auch wichtig, ne? Dieses, ich sag mal, der Buchtkonter, für den ich ja Ahnnehmer brauche, den kann man eben auch nutzen, um auszuweichen. Das ist gerade dann gut, wenn man merkt, man hat keinen Key mehr, um auszuweichen, also AK Ausdauer. Dann ist das halt noch schon mal eine Alternative, um überhaupt irgendwie was zu tun. So, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Und er liegt. Ich dachte gerade in dem Moment, ich habe die Decke runtergenommen und dachte, nein, er schwingt mir jetzt einen rein. Und yes, jetzt haben wir den Friedhofsschlüssel. Wundervoll. Und ja, wie man sieht, ne, also es waren jetzt Welten, also wer vom Stream den Kampf gesehen hat, also in der ersten Episode auf YouTube, könnt ihr das verfolgen oder auf dem VOD in Twitch. Das ist natürlich, es ist fast unmöglich. Es ist nicht unmenschlich unmöglich. Aber natürlich, wenn man anfängt, blind, man kennt das Spiel gar nicht, versteht diese ganze komplexe Mechanik nicht. Man hat oben, wie jetzt wir hier oben sehen, oben links hier auch die Seelenkerne nicht mit Zusatzfähigkeiten, auch wenn ich sie kaum verwendet habe. Man hat aber auch generell keine Möglichkeit, eigentlich wirklich viel zu tun. Hat natürlich weniger HP, weniger KI, Ki. Weniger Verteidigung und so weiter und so fort, macht viel weniger Schaden, das hat ewig gedauert. Ich hatte, glaube ich, im Stream irgendwann mal einen guten Lauf, da habe ich ihm vielleicht 15% HP ausgezogen. Und aber auch jetzt fand ich jetzt den Kontrast sehr schön. Erster Try war so mittelmäßig die Hälfte HP ausgezogen, dann aber lange Zeit eigentlich gar nichts mehr, dann eigentlich nur noch gekriegt, 8 Elixiere verbraucht. Zweiter Try, ein Elixier verbraucht und er war relativ schnell down. Ihm das Ki da so schnell abzuziehen, gerade jetzt auch mit der Glebe dann, mit diesen kontinuierlichen Angriffen hier, das ist eine Combo, die ich mit der Glebe mal freigeschaltet hatte. Das hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Und das ist halt etwas, was mir bei Nioh 1 schon gefallen hat und was mir bei Nioh 2 sehr gut gefällt. Und was halt zum Beispiel auch die ganzen Soulsborne, Sekiro Spiele für mich ausmachen. Dass halt eben dieses Balancing halt sehr gut ist. Das ist ein ganz besonderes Zeichen, finde ich auch, für ein gutes Balancing, wenn man eben so einen Kontrast hat, je nachdem, wie man kämpft, wie man sich konzentriert und was man tut, wirkt das, als sei es unmöglich und würde vielleicht auch Ewigkeiten dauern. Unter denselben Konstellationen, aber mit anderer Taktik, anderem Fokus,
sieht man dann auf einmal, das kann sehr viel schneller gehen, extrem glimpflich ausgehen. Im Vergleich ein Elixier gegenüber 8 Elixiere davor und trotzdem down gegangen, ihm nur die Hälfte ausgezogen. Und das ist halt einfach wunderbar. Nioh 2 ist ein sehr geiles Spiel. Ich hoffe, ich kann euch im nächsten Livestream von mir begrüßen. Checkt das aus. Ihr könnt in der Beschreibung, in der Videobeschreibung direkt auf den Link klicken. twitch.tv/VRKirito7 oder eben auch in meiner Kanalbeschreibung, die ihr in YouTube findet. Und dort findet ihr auch alle weiteren Links zu Discord, Twitter, Facebook und ja. Ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.